What will I become? Wir sind auf jeden Fall bei Cozumel. Das ist anscheinend auf einer extra gelegenen Insel. Jetzt sind so 5 Schäferhunde drin. Und weg damit. Maske auch weg. Aus dem Fallbaum? Ehre! Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Das ist noch kein Compound-Bogen, aber es wird schon, es wird schon. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Aha. Das ist außerhalb der Hörweite. Also mit der Lehrer würde ich eigentlich ungern in ein Museum gehen, weil dann würde man wahrscheinlich so beim ersten Stein so für 2 Stunden stehen bleiben. Okay. Das. Okay. Und unten. Kann ich den schon bringen? Oh, die werden markiert, wenn ich sie anschaue. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück! Die Hinrichtung verhindern. Was? Wer wird hingerichtet? Euch alle so viel. Bitte, nein! F. Yes! Der ist jetzt rot markiert worden, um es gesehen. Ah, der wird hingerichtet. Nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde warte mal. Bitte nicht. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. Okay. Ich hab's jetzt leider nicht durchgelesen, aber wir haben schon drauf gekommen. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Die haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Den Eingang des Tempels haben sie gefunden. Okay. Kann man die Boys looten? Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. I don't. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Schazier. Hier ist Commander Rogue. Ah, alle Teams bereit Bobby. Machen für Operation Blackout. Wir haben einmal ein Bogen. Ah ja, wir haben das ganze Programm schon. Ja moin. Ah, man kann sogar wechseln. Links, rechts. Okay, weird. Interessant, das ist. Ah, da kann man zoomen mit Q und E. Ja moin, was ist das für eine Steuerung? Yes. Und der Shotgun war noch eine kleine. Ne, ja, kleine. Okay, wir haben das volle Programm. Sehr gut. Das Aim at Gaze habe ich noch nicht ganz verstanden, also wo man hinschaut. Aber eigentlich. Das schon. Warte mal. Also die Kiste hat sie wahrscheinlich. Oh mein Gott. Hat sie eben. Belichtet, weil sie halt angeschaut hat. Das gleiche jetzt halt mit den Buschen da. Da können wir einen Heal machen. Okay. Ich glaube, wir müssen vorerst einmal Sachen looten. Sonst wird das nichts. Eigentlich hat es immer Tasten gegeben, wo man so die Umgebung aufdeckt, wo man halt dann die ganzen Sachen markiert zieht. Aber ich glaube, wir werden einmal Tomb Raider spielen ohne dem Ganzen. Also so nur mit hinschauen. Also müssen wir aufgeklärt haben. Okay. So. Währungsgut. Okay. Cool. Und hinauf.
Also das E mit Gaze habe ich noch nicht verstanden, aber man merkt, dass es auch ein Kopftracking hat und ein Augentracking, also beides separat. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chill, die Göttin des Vollmonds. Oh, und des Vollmonds. Und das ist Chuck-Chill, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck-Chill. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ach, so schnell hätte ich es jetzt nicht zaubern wollen. Ich muss da runter. Und zack. Da müssen wir runter, ja. Vor Arschbomben fertig. Oder so. Oh, H und E. Okay. Eigentlich müssen wir ja Obi. Soll ich dann Obi gehen? Ja, I guess schon. Lass uns aber fallen. Oh! Okay, doch nicht. Machen wir das Ganze mal. Absehen. Okay, das müsste gehen. Lord, das hat man noch in Countdown Brother kennen. Loslassen mit C. Umnehmen. Okay. Zack. Lord. Ja! Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Da müssen wir bergauf. Abseilen wieder. Das Feature, das eben schon andere Teile von Tomb Raider gespielt, so ungefähr alle, außer die ganz alten. Aber abseilen, das ist mir neu. Hin und her. Oh mein Gott. Kann ich hin und her laufen? Ja, sie. Und dann springen aber, oder? Ja! Das ist cool. Das hat es früher in anderen Teilen auch nicht wirklich gegeben, meiner Meinung nach. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Wo will sie hinspringen? Ich würde sagen, abseilen, aber ich. Ah, Lord, das war true. Oh, irgendwie ist das nicht schnell. Ein bisschen weh. Ah, man muss es mit der Maus machen. Und, wow, das war verdammt close. Das ist es. Ja. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Haben wir ein paar Fungis. Dickröhrling. Bessert die Ausdauer. Cool. Und eine. Ja, neun. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ah, nach der Ebbe kommt die Flut und dann ist da alles geflutet oder was? Was ist denn das für einen kleinen Keller? Was ist denn da? Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Sag nicht, sie kann es noch nicht lesen. Ja, in der Schule schon wieder nichts aufpasst. I know, I know. Also, dann halt nicht lesen. Okay. Seil ziehen. Okay, okay. Linksklick. Wow. Ich finde es interessant, dass wir die ganzen Features so haben. Normalerweise muss man die ganzen Sachen immer freischalten. Okay.
11%. Dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder Pilgerfahrt der Maya. Sie hatten anscheinend einen Gegenstand von großer Wichtigkeit bei sich und reisten nach Süden zur Quelle des Rosa Fisches. Der Amazonas, genau wie Jonah gesagt hat. Okay. Das Herz der Schlange. Es wird, glaube ich, ein Rutsch bei dir. Oder so. Okay. Lore. Cool, da schon noch mal geschickt. Oh mein Gott. Scary, scary lady. Was ist das hier? Cool. Ah, die Überlebensinstinkt, die habe ich gemeint. Das da ist das, was man normalerweise macht. Aber jetzt probieren wir mal aus, wenn wir das jetzt nicht haben und alles mal wieder. Und wenn ich jetzt das länger anschaue, zum Beispiel das da. Aha, das ist actually cool. Aber wir werden beides verwenden wahrscheinlich. Ah ja. Fähigkeitspunkt. Oha. Kann man mal alles durchlesen, was da alles gibt. So. Da war noch was. Soll ich da jetzt jedes Mal Q drücken, damit ich ja nie was verpasse? Oder soll ich einfach... Schauen wir mal, wie wir das machen. Wie kommen wir da jetzt hin? Ah, die Wassereffekte sind actually ziemlich nice, mit Fischen sogar. Ja moin. Ziemlich nice. Kann man da bergauf? Schaut irgendwie so aus. Ist das ja auch so. Cool. So, haben wir unten wieder durchgeschaut, was wir machen hätten können. Ich lasse das einmal nicht offen. Fehlende Ausrüstung. Ist das verstärkte Messer? Ah. Okay. Okay, okay, okay. Zack. Dann kommen wir wieder zurück, oder? Was ist da? Ein Hebel? Nein. Münzen oder was? Es sind, ja, Loot auf jeden Fall. Aber das war sogar schon besser Loot, glaube ich. Aber, I'm not too sure about. Müssen wir da oben wie? Ah, wir müssen schwimmen. Yeah. Die hätte ich auch kommen können. So, halten Sie Leertaste auf, um Steuerung unterzutauchen. Um schneller zu schwimmen. Ja, das Mauskaste, cool. Und wo ist der Luftbalken? So. Eine Schale mit Schnitzereien. Cool. Da hinten müssen wir aber auch noch eine. Schwimmen, schwimmen, nein, nicht schwimmen. Lehrer. Ja, mal Luft holen. Ist gut. Wie lange braucht man beim Luft holen? 2 Sekunden. Und wieder oben. Abo! Alles klar. Noch mehr Pflanzen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder alles. So. Kara? Ich hoffe, du machst das mal durch. So weit ist nicht mehr. Hoffentlich. Oha, Morine.
zurück gibt's nicht mehr, Lara. Oh je. Noch eine Moräne. Luftblasen. Ah! Das ist gut. Jetzt schwimmen wir da mal ein bisschen. Ja, moin. Yo! Okay. Ich hab schon gedacht, jetzt muss ich irgendwas klicken oder so. Also ich würde jetzt ganz schnell aus, wenn mit dem Moräne da gerade umschlungen hat, sag ich mal. Oh mein Gott. Irgendwie kommt mir das schon wieder so bekannt vor, so als ob wir so in dem Spiel angefangen hätten. Okay. Ah, ist ja noch irgendwo im Wasser, stimmt. Es schaut so noch wenig Wasser aus. Oh mein Gott. Es druckt einfach zusammen. Ja. Yara, ich gebe mein Bestes. Yo. Alles wasserdicht. Zwei. Yo. Das war mal was, hä? Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Das aber die Abkürzung ist, I guess. Sind das so Sachen, was man abschießen muss? Eigentlich. Flöte in der Dunkelheit. Ah. Haben wir schon was verpasst? Überlebensversteck? Ah, wir haben schon zwei. Haben wir da Flöte in der Dunkelheit verpasst oder ist das die Herausforderung, was ab da anfängt? Es war ein Relikt unten. Ja, wir spielen das Spiel so, dass wir relativ früh sammeln, aber dass wir jetzt unbedingt alles upgrinden, dann würde ich mal sagen, das müssen wir nicht machen. Das kann ich vielleicht einmal dann privat weiterspielen, sage ich mal. So. Aber ihr Flöte hat das nicht ausgeschaut. So, ja moin. Oha! Nein, das ist eigentlich nicht witzig, dass man stirbt, aber gut, dass es nur ein Spiel ist. Okay, okay. Oh mein Gott, das sind Fallen? Wie hätte. Ah, da ist ein Seil, ja moin. Kann ich drüber springen? Ha! Kann man es abschießen? Oh mein Gott, anscheinend nicht. Cool. That escalated quickly, sag ich mal. Nur mit der Obi? I guess not. Was haben wir hier angefunden? Schaut aus wie ein Tempel. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Oh, ja, der Wind. Das ist nicht gut. Laura, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Lore? Oh, das kann man nirgends festmachen. Ja gut, hat er gesagt. Ich hoffe, sie kann weit springen. Oh, okay. Oh, mit unserem Gewicht. Okay. Kann man da irgendwo. Yo, what? Ah, warum ich springen? Was tut das denn? Ja, moin. Das geht sie aus. Das schaut immer so weit weg aus. Man merkt sicher nicht, dass sie gerade. So in dem Tempel da mal umstöbert der. Nee. Hardholz. Den Joke, was ich gerade bringen wollte, den lass ich lieber bleiben. Laura, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere mich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran.
Das ist mein Card. Okay. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Bin mir ziemlich sicher. Lara, lass mal los. Nicht los, los. Nein. What? Da hinten oben. Ja, lass jetzt mal losgehen. Und schauen wir mal, was das Problem ist, bevor wir da. Wir müssen. Könnte, wenn der höher wäre. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Das wäre schon praktisch, ja. Oh mein Gott. So, ist da nicht was? Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Ja, mein Plan ist, das einmal weiter hinten zu tun. Nicht? Sag nicht, das geht nicht mehr. Was? Das war's mit dem Ding? Anscheinend schon. Dann müssen wir mal schauen, was wir da machen können. Ja, springen wir mal da auf. Oha. Jetzt ist sie angekommen. Ich hätte gedacht, jetzt kann ich vielleicht von da irgendwas machen. Ey, sag nicht, das Mine kann schon versaut. Ich muss das neu laden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe zumindest nicht. So. Das geht irgendwie nicht um das. Aha, das funktioniert einfach. Ich habe gedacht, sie ist nicht so stark. Aber anscheinend. Ist sie stark. Hallo? Oha! Anspringen. Oh. Moin! Alles klar. Wir machen ja mehr kaputt, als wir herausfinden. Berichte Nachhut. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Ja, der Dschungel ist gefährlich. Anscheinend sind den Pilgern, die was da noch bei Ruhe, I guess, gegangen sind. Von einem zweiten Trupp noch einmal verfolgt worden. Verfolgt ist irgendwie so nicht das ganz richtige Wort dafür. Ah ja. Habe ich gerade das Licht eingeschalten? Nein! Oh, Lara! Ich glaube, ich muss C drücken. Jawohl. So, was haben wir da? Aber nur XP. Oder da haben wir doch mehr. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes. Der Großmutter aller. Ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Okay. Tja. Das ist eine Falle. Ha! Also bis jetzt sind wir einmal gestorben. Schafft man, dass wir nie sterben? Keine Ahnung. Oh. Vielleicht sollte ich auch umspringen, bevor das. Die Glockenplattform hängt fest. Okay. Ich hab gedacht, bevor da alles im Bauch geht. Sie. Kann ich da drauf schießen? Wenn sowas kann ich schlagen. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Yay, das war nicht so schwierig. Aber mal wieder so ein tolles Minecraft.
Aber vielleicht soll ich das zuerst warm machen. Ah, die Lehrer lassen mich wieder weg. Oh. Okay. Was ist denn das? Ein Zahnrad oder so? Ja, das ist cool. Kann ich das jetzt einfach drehen? Also wirklich. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Die Lehrer lässt mich nie von dem Kart weg. Okay, einfach noch ganz hintergehen. So. Schauen wir, was da passiert. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Das war schlau. Ich muss irgendwie diese Trümmer zerstören. Ich bin mir nie ganz sicher. Mit C kommt man aus den ganzen Sachen aus. Jetzt muss ich noch ein bisschen. F. Das will ich jetzt schon durch, ne? Okay. Okay. Ah, nein. Das kann man sicher irgendwo festmachen. Da oben? Wahrscheinlich so muss man es gar nicht festmachen. Ah, zum Aufziehen. Boah, ey. Ich hab gedacht, sie schafft das einfach hin, die Lehrer, sie ist so stark, aber das schafft sie doch nicht. Das verstehe ich. Ich meine, es hätte bestimmt eine einfache Möglichkeit gegeben mit der Shotgun oder so, aber... Und kaputt machen. Yay! Oh mein Gott. Es war ein bisschen ein Overkill, aber wieder aufspringen. Aha. Zu nett. Jeha. Muss man glaube ich schnell sein. So. Cool. So. Und hinauf. Boah, den ist schon. Boah. Ich glaub nicht. Jo. Ich will schon wieder springen. Ich glaube, wir müssen ab sein. Yes. Hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jetzt muss ich das drehen. Und für heute war es aber, also ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!